Hallihallo, hallo, werte Kartenfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Doch diesmal wird alles anders sein, denn wir haben das neue Standardformat draußen. Ja, endlich, oder? Wir werden im Standardformat spielen ab sofort und deswegen werde ich ankündigen, dass Hearthstone, das ein dauerhaftes Projekt bei mir ist und eigentlich fast täglich gesendet wird, werde ich die Nummerierung weglassen im Titel. Und stattdessen einfach nur Hearthstone, Ranked schreiben, Standard. Ganz einfach, weil wir spielen immer. Und vielleicht die Klasse noch oder irgendwas dazu. Wahrscheinlich, ja. Also einfach Nummerierung weg. Und bei Arena-Runden werden wir dann die Nummer hinschreiben. Allerdings, wenn es derselbe Part ist, also derselbe Arena ran ist, werde ich da dann Folge 1, Part 2, Part 3, bis der Run weg ist und dann einen neuen Arena ran machen, ja, werden wir da einfach mal dann Folge 2 hinschreiben. Das ist, wie ich das vorhabe jetzt. Wir werden also uns sehr viel weiter mit Hearthstone vergnügen. Und es beginnt weiter mit... Oh ja, ich habe ein paar Decks gebaut nebenbei jetzt. Nee, ja, ich habe ja ein Card-Pack-Opening gehabt, in dem ich eine Legendary gezogen habe von 50. Alles ohne echt Geld bezahlt. Und naja. Nun, ich habe Redolock, Patreon Warrior, Cthulhu Druide und Cthulhu Paladin. Und ich denke, da wir gerade eine Quest haben, nehmen wir unser Cthulhu Paladin. Und ich werde mir noch einen Priester vielleicht bauen. Bisher habe ich aber das Gefühl, dass Priester sehr schwach geworden ist. Ich habe noch nicht einmal gegen Priester, glaub, verloren. Dem immer gegen mich verloren, das war schon hart. Und, na gut. Jetzt sei es drum, komm her, mein Cthulhu Paladin. Also ich weiß nicht mehr, ob man den überhaupt ausspricht. Das ist Cthulhu, ist der die neue Bot. Hab schon, das Spiel ist wieder. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind wieder da. Nach mehreren Stunden scheint das Problem behoben worden zu sein. Blizzard hatte wohl ein kleines Problem. Wir wollten nämlich, ihr wisst ja, wir wollten gerade spielen und da ging es nicht. Und jetzt geht wieder alles. Super. Zweiter Tag, nachdem jetzt neues Standardformat draußen ist und das Flüstern der Götter. Und es scheint, naja, es gibt Probleme. Am ersten Tag war alles sehr langsam, am zweiten Tag dieses kleine Problem, halben Tag konnte man nicht spielen. Also ich konnte nicht spielen, als ich spielen wollte. Aber jetzt können wir endlich weitermachen. Achso, ich hätte das Deck vielleicht verändern sollen. Egal, wir haben dieses coole Deck. Und es hat Cthulhu in sich, es ist ein Cthulhu Paladin. Cthulhu ist einer der Gottheiten. Den Gott, den jeder bekommt. Und der ist ziemlich overpowered, ziemlich mighty. Und das ist die Karte, die ihn einfach mal um 2 aufpusht. Also ziemlich gute Karte, 2, 3 hier. Plus, gibt Cthulhu plus 2, plus 2. Es gibt Effekte, die sagen sich, wenn Cthulhu 10 oder mehr hat, dann treten sie in Kraft. Paladin hat sowas nicht, glaube ich. Allerdings eine Legendary habe ich, die profitiert von ihm. Ja. Wenn wir diese... Wir werden jetzt einfach den Mad Bomber spielen. Da, wir nehmen ihn auseinander. Mad Bomber ist perfekt gegen den, weil er 3 hat eben. Außer er macht meinen jetzt kaputt. Das war traurig. Hey, wollt ihr eine Ratte am Stiel kaufen? Aber scheint das alles okay. Aber da konnte irgendwas Gutes. Alter, eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners. Ich würde sagen, das ist eine gute Karte. Und hier, wir spielen mal unsere Karten aus. Oh, jetzt hat Cthulhu plus A, also plus 2 bekommen. Heißt 8, 8 von 6, 6. So, ich nehme an, er wird meinen Einsatz zerstören wahrscheinlich. Ja, und mit seiner Waffe vielleicht. Nee, damit. Ist jetzt nicht so wild. Wir könnten natürlich theoretisch einfach die Karte aktivieren. Ist vielleicht sogar jetzt die beste Karte. Allerdings ist es nicht wirklich sinnvoll. Ich glaube, das Beste ist einfach... Wir beschwören den und nutzen unsere Heldenfähigkeit. Denn dann muss er traden, weil der 1-1er tötet ihn einfach. Das kann er doch nicht zulassen. Wir sind Rang 4 nebenbei. Habt ihr das schon bemerkt? Ich habe ein bisschen gespielt. Seitdem das neue Standardformat draußen ist, geht es wieder ein bisschen bergauf.
quasi. Wir sind wieder mit dabei, nach vorne zu kommen. Allerdings werde ich niemals letzten werden, weil wir noch 2 Tage oder so Zeit haben. Ist ein bisschen wenig. Ja, Gute ist, wir töten sein. Wir kriegen unseren hier raus. Der ist ziemlich gut. Wie ihr seht, Gottesschild, Kampfschrei, Verläuterung, Ketun, +2/+2. Was immer mehr. Der hier ist ziemlich hart. Wenn ihr unser Ketun 10 oder mehr hat, verdoppelt er sie einfach. Er ruft noch einen weiteren herbei. Oh, das ist super. Damit können wir Ketun, wenn er ihn draußen haben sollte, zum 3-3er machen. Das ist auch lustig. Ein 3-3er Ketun. Oh, 8 Schaden sich einfach gönnen. Das ist auch hart. Wir können jetzt nächste Runde auch diese Combo hier starten. Haben wir einen 6-3-3er und einen 3-4er. Oh man, ein unverletzter Charakter auf 5 Schaden machen. Hart, dass er den auf den ansetzt. Aber okay, kann man machen. Und wir machen das. Für 6 Mana an 3-4er und 3-3er. Ist, ich würde sagen, ganz gut. Boah. Haben wir irgendwas, um den aufzuhalten? Nö. Wir werden dann einfach beide reinsetzen. Hat er gut gemacht, ja. Und spielen dann den aus. Das ist 2x4, 6. Läuft. Da muss er erstmal dran vorbeikommen. Leider haben wir jetzt nicht so die besten Handkarten. Oh nein, er hat den Black Knight. Ja, der wird in letzter Zeit ziemlich häufig gespielt. Ja, kein Wunder bei den Karten, die da draußen sind. Oh nein, seine Kreaturen sind tot. Wir bauen den mal auf hier. Bäm. Jetzt ist er wieder ein 5-4er. Und er kann ihn nicht einfach... Oh doch, mit einer 2-Mana-Karte kann ihn zerstören. Dann war das aktuell eine ziemlich scheiß Sache, was ich gemacht habe. Weil für 2 macht er 4 Schaden. Ups. Da hätte ich lieber lassen sollen, glaube ich. 4-2er war okay. Aber 5-4er. Vielleicht hat er die Karte nicht, ja? Oder kann ich gut komboen? Ich bin mir da nicht sicher. Nun denn. Was hat er vor? Ah, das war nebenbei eine Paladin-Karte, oder? Der 2-1er hier ist eine Paladin-Karte. Die hat dadurch dann einen Healer der Unterstadt bekommen. Nice one. Er ist auf jeden Fall im Vorteil. Wir haben ziemlich viele Probleme mit unserem... Was unsere Deckkarten, Handkarten angeht. Oh, wow. Wir kriegen den wieder auf die Hand zurück einfach. Okay, das ist unerwartet. Ist ein 4-6er für 7, ist jetzt nicht toll, aber haben oder nicht haben. Und schau mal, schon sind wir 4-4 quasi. Na, das ist jetzt nicht so gut, den da. Das ist gut und Heldenfähigkeit. Ja, das ist, den habe ich drin, weil ich ab und zu mal Probleme gegen Aggro-Decks hatte. Und ich habe dieses bisschen an Spott benötigt. Aber theoretisch ist das eigentlich eine schlechte Karte. Oh, ja. Da hat er mal was rausgebracht. Deswegen hat er das also gemacht. Ja. Oh, das ist eine gute Karte. 7-9. Naja. Jetzt hat unser Ketun Spott. Ja, falls der Gegner überlebt und... wir Ketun draußen haben, also er überleben sollte. Ketun, was eigentlich, naja, selten passieren sollte. So, unser Ziel, was ist eigentlich unser Ziel? Wieso haben wir den ausgespielt? Ich weiß es nicht genau. Damit der überlebt, aber es sieht nicht so aus, als ob er das tun würde. Ah, obwohl, nee, er wird ihn da reinsetzen, genau. Allerdings können wir mit unserer Karte hier die beiden vernichten. Das ist natürlich wieder super für uns. Um sein Feld ein bisschen zu... Oh! Ketun! Von oben! Da machen wir mal 14 Schaden! What? Cheating! Na gut, wenn er jetzt nicht Ketun töten kann, hat er ein Problem. Weil da machen wir 14 Schaden Face. Hört ihr seinen Ruf? Ja. Reno Jackson! Nice one!
Ah, das ist auch neu. Er hat nicht mal angegriffen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schau mal, wir. Es bringt gar nichts, ihn aufzupowern. Das war ja auch nicht. Achso, der hat Spott. Stimmt. Er kann ja nicht angreifen. Er hatte Spott. Er hat Spott, Leute. Vergessen. Aber hilft ja, dass er Spott hat. Oh, tötet er ihn jetzt? Na, na. Kann er es schaffen? Ne, er macht 2 Schaden nur. Wir haben 16 Schaden auf dem Board. Und er hat 4, 7, 11. Oh, ja. Tot. Wir haben ihn aber fertig gemacht. Mit unserem Ketun, der Spott hatte. Wow. Eins der wenigen Momente, wo Spott tatsächlich hilfreich war. Wow. Wow. Okay. Gewinn 2 Spiele mit Paladin. Easy. Schauen wir locker. Noch einmal hier. Hopp, hopp. Ketun. Voll Ketun. Wir schaffen's. Wir machen gegen unseren Ketun-Gegner. Machen wir fertig mit Ketun. Ketun, Ketun, Ketun. Immer ja mit Ketun. Der Name ist cool. Ketun. 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 Nein. Oh, wir könnten den auf der Hand halten. Mit der Hand. Und hoffen, dass wir den... Ja, wir machen das. Wir halten den auf der Hand. Und spielen den dann voll geil aus. Sobald wir 10 Mana haben, so wäre der Erste, der den ausspielen wird. Aktuell ziemlich gut gegen einen. Außer es ist die totale Aggro-Variante. Dann könnten wir vorsterben. Aber theoretisch ist es trotzdem sehr gut. Oh, wir haben hier. Dann sterben wir nicht so schnell. 2 und 3 haben wir auf jeden Fall. Beim heiligen Licht. Ich finde dieses Emote so geil. Da war vor das Entschuldigungs-Emote. Und jetzt einfach. Wow! Beim heiligen Licht. Oder Feuer? Nee, heiligen Licht, glaube ich. Nochmal. Beim heiligen Ehrlich. Licht. Er braucht voll lange. Und das ist diese neue Map hier, die ein bisschen... Seid ihr mein ja, verseucht ist. Ich meine, von den Göttern unterworfen. Oder ich weiß nicht, wie das heißt. Übernommen. Leider kann mir nicht mehr so viel zerstören. Ja, den können wir fast kaputt hauen. Oh, warte, wir machen... Nee, das hat keinen so großen Sinn. Vielleicht könnten wir das machen, plus den? Schwierige Sache. Ah, ist das scheiße. Dann rennt der damit rein. Wir finden ein besseres Ziel. Wir finden noch ein besseres Ziel, glaube ich, für die Karte. Die ist eigentlich ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich die ins Deck packen soll. Ich habe sie eben testweise drin. Oh, da hat er gute Karten. Da hat er richtig gute Karten. So, was ziehen wir? Oh, der ist gut. Vor allem mit der Karte. Ist ein 2-6er. Tja. Gar nicht so easy drüber zu kommen. Gut, er hat zusammen schon 8. Oh, eine Waffe für 2 Mana. Oh, so ein lucky guy. Da hat er sie zum zweiten Mal und kann sie für... Das war aktuell ein ziemlich guter Zug. Naja, unser Ketun wird stärker und stärker. Immerhin schon auf 11, ja. Allerdings sieht es so aus, als ob wir vorsterben. Der Xork hat ein ziemlich cooles Deck gebaut. Und das ohne Ketun scheinbar. Ja, zieht 2 Karten. Das sollte ich mir nachbauen, glaube ich. Wow. Schau mal, wie ich niedergemacht werde. Oh, ja, jetzt haben wir den. Und 4 Vierer. Na, immerhin.
Mit Gottes Schild, ja. Er muss also irgendwas opfern, um den zu zerstören, auf jeden Fall. Und wir überleben noch einen Zug länger. Boah, dieses Deck ist ziemlich krass. Also es läuft gerade krass gut für ihn zumindest. Gut, uns fehlen ein paar gute Karten, aber dennoch gut. Schaut her, was er gezogen hat noch. Wow! 5, 8, 10 Schaden jetzt einfach. Und wir sind immer noch nicht bei 8 Mana angelangt. Ja, ich glaube, wir haben verloren. Lass die Schmerzen sprechen. Der wird uns nicht retten. Müsste den hitten. Und dann haben wir immer noch 5, 7, 10. Wenn er den töten würde, was unwahrscheinlich ist, hätten wir 5, 7, 8 Schaden immer noch. Ja, okay, wir haben verloren. Wieso habe ich den eigentlich im Deck? Keine Ahnung. Gut gespielt. Beim heiligen Licht. Ich liebe dieses Emote. Wie wäre es, wenn wir unser Deck ein bisschen verändern? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu unzufrieden damit. Diese 1-2er-Karte ist einfach... ich glaube, die ist nicht gut. Wir werden die aber weghauen. Und den verrückten Bomber habe ich gegen... Naja, Dex, die... Und die ist gegen Akro, habe ich die drinne gedacht in mir. Aber wisst ihr, was auch gegen Akro gut ist? Diese Karte. Wir haben leider nicht genug Dings, um den zu... Wir werden ein bisschen... Wir suchen Gold. Alles, was golden ist. Na, wartet, jetzt haben wir namens Gold gesucht. Goldene. Kann man die nicht irgendwie suchen? Warte mal. Karten. Golden. Rarität. Gold. Man kann das irgendwie. Mann, egal, okay. Schaffen wir nicht, wie es aussieht. Wir suchen aber nach Karten, die wir... Können wir das wegdrücken wieder? Die wir kurz mal hier... Wir verändern unser Deck. Einfach ganz kurzer Basis, wo ja nicht. Ich will auch nichts vom Standard-Set eigentlich. Aber wir haben nur noch Standard, wie es aussieht. Alles, was golden ist und wir eigentlich nicht brauchen, können wir mal wegzaubern. Ja. Wir brauchen hier nicht die goldenen Karten. Hungry Crab. Warte. Wer braucht den schon? Scheiß drauf. Habe ihn immer verteidigt, aber... Ja. Es gibt bessere Karten, die wir damit zusammenbauen können, ja? Weg mit dir, Lichtwächterin. Lieber Kraft, die eine für 100, wenn ich die mal spielen sollte. Oh, die ist eigentlich gut, die Karte, aber... Wir brauchen nichts Goldenes. Hinfort mit dir, goldener Feendrache. Den sowieso keiner gespielt hat. What the fuck? Ja, geh da weg. Noch irgendwas? Wir haben so viele goldene Karten hier. Entzaubern wir auch. Ja, tut mir leid. Ich mag dich, aber... Ach, du bist weg. Oh, haben wir noch mehr goldene Karten? So ein Kodo. Ja. In welchem Deck spielt man den denn bitte? Den kann man auch billig craften, wenn wir irgendwann mal... Wir könnten theoretisch sogar noch eine Legendary craften, wenn das so weitergeht. Ist hier irgendwas golden? Nee. Sollen wir den wegcraften? Für 400? Wollen wir den jemals spielen? Nee, oder? Alter, wer spielt den schon? Ich nicht. Und das aus gutem Grund, Leute. Aus wirklich guten Gründen. Der Rest ist okay. Das große Turnier. Was gibt's hier für Karten, die man wegkraften kann? Ja, der ist gut. Der Ritter ist toll eigentlich. Allerdings ist er ein Golden, brauchen wir den nicht. Hier, wegzaubern. Außerdem ist Paladin Christin die Secrets. Das ist das Deck aber scheiße im Moment. Brauche ich nicht. Habe auch genug Secret Paladin gespielt in meinem Leben. So können wir darauf verzichten. Das hier sind alles so gute Karten, die halte ich lieber. Und jetzt zuletzt die alten Götter. Hm. Haben wir den? Schauen wir mal. Den haben wir zweimal nicht golden drin. Also entzaubern wir den. Wir brauchen den nicht golden.
Scheiß auf goldene Karten, Leute. Wir brauchen Dust, um geile Karten zu craften. Ja. Und das tun wir auch gerade. Ja, schaut mal her. Wir haben tatsächlich noch Geld für eine neue Legendary. Ja, das könnte ziemlich geil sein. Weil ich hätte gerne eine gewisse Legendary, die um 8 heilt. Für Paladine. Und dann haben wir immer noch genug. Hier, der hört sich so gut an. Stellt am Ende des Zuges beim verletzten befreundeten Charakter 8 Leben wieder her. Why not? Am Ende des Zuges, das heißt, er heilt uns mindestens einmal um 8. Jetzt haben wir ihn. Wir haben den heilenden Ragnaros. Yay, okay, wir wollen für 0 herstellen. Und schauen, ob die in unser Deck passt. Ja, genug hergestellt. So, wir wollen jetzt natürlich Ragnaros hier reinpacken. Ja, wir gehen mal hier wieder auf Standardkarten, so. Eigentlich können wir auch die reinpacken, weil die cool ist. Ist auch Legendary hier irgendwie. Aber wir brauchen auch Karten fürs Early Game. Eigentlich will ich die wieder reinpacken. Die war so cool die meiste Zeit. Aber hat mich auch ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten eine Waffe reinpacken. Wir könnten sowas reinpacken. Der war echt gut. Hat die Gegner alle ziemlich klein gehalten. Der würde Karten ziehen hier. Es gibt schon einige gute Karten im Deck. Schauen wir mal, wie unser Dings aussieht. Wir haben einige Zweier, aber nicht so viele. Wir haben zwei Zweier, zwei Einser. Und der Rest sind größere Karten. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Zweier, die wir auch spielen können, und packen sogar so einen rein. Das ist aktuell nicht wirklich gut, aber Karten ziehen halte ich für wichtig. Derzeit. Und wir spielen den. So, fertig ist unser neues Ketun Paladin Deck. Dauert etwas länger, die heute ist ja auch die erste Standardfolge. Ein Standard ist ein geiles Format. So, ihr wart dabei, wie ich ein Deck gekraftet und mein Ketun Paladin mal verändert habe. Schauen wir mal, ob das besser läuft. Wir haben jetzt einmal die Karte, die uns um 8 hält und drei Karten zieht. Wir haben einmal den 8er, der uns um 8 heilt. Wir haben zweimal die 0er Karte, die unser Mana aufbraucht und uns heilt. Den halte ich auf der Hand, aber sowas von. Mit der Hand kann man den auf jeden Fall halten. Ein 8-8er. Ah, wir hätten noch den anderen Ragnaros ins Deck packen sollen. Der eine heilt, der andere schießt. Ragnaros Power. Stellt euch das mal vor. Beide auf dem Feld. Boah, der zwingt mich ja geradezu, diese Karte auszuspielen. Obwohl das eigentlich keinen Sinn macht. Ah, nee. Das Licht beschützt. Es macht einfach keinen Sinn, weil wir die haben. Die macht ihn umsonst tot. Und ich glaube, wir können überleben. Oh, das stört ihn. Okay. 3-4er? Hm, 3-4er? Unter den, in der Hoffnung, dass er den trifft. 33% Chance. Nee. Das ist besser, weil wir gerade den zweiten haben. Wenn er nämlich nichts auf der Hand hat, contestet er den einfach mal. Das ist stabil. Und dann nächste Runde nochmal den. In Runde 4 können wir den oder den und Heldenfähigkeit. Wir haben, achso, ja, wir haben jetzt zweimal die Nullerkarte drin, die uns heilt. Ja, okay, das war jetzt nervig. Das heißt, selbst wenn wir, wenn er uns zu früh Schaden macht, kann es bedeuten, dass wir noch gewinnen dadurch, dass wir uns einfach heilen. Außerdem machen wir gerade hier Value, unendlich. Weil wir zerstören seine Karten, er hat noch 2 Mana gerade. Was kann er mit 2 Mana gerade machen? Ah, unsere Einheiten vernichten. Okay, ist okay, ja. Kann man machen. Wir können jetzt die spielen, den zum... Das ist okay, glaube ich. Dann überlebt er noch einen Zug. Und wir haben 3-4er draußen. Wir haben noch mehr Heilung. Leider die falsche Heilungskarte. Die Nullerkarte bräuchte ich. Die würde mir helfen.
Weil der will mich gerade richtig fisten, der Typ. Hardcore-Fisten will er mich. Und wir sind noch so weit. Wenn wir die eine Karte ziehen würden, würden wir 10 Leben dazu bekommen. Das wäre hart. Und dann müsste dagegen ankommen. Ah, die ist eigentlich okay. Oh mein, so knapp. Wir sind, ja, wenn er plus 3 jetzt gibt, dann hat er gewonnen. Ja. Okay. Wir können den töten. Wir haben auch gar keinen... Ah, warte, damit können wir auch nicht viel machen. Doch, wir können schauen, wen er trifft. Wenn er den trifft, plus den, ist er tot. Wenn er den trifft, ist er tot und wir verlieren, je nachdem, egal. Schade. Wir haben verloren. Dabei haben wir eigentlich einige gute Karten im Deck. Aber wir haben keinen Spot mehr. Wir haben zu wenig Spot, glaube ich, jetzt. Oh, Leute. Ich werde noch ein bisschen an dem Deck kraften. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ein Däumchen würde ich Schuhe ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir ein anderes Deck spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oder wir spielen die verbesserte Version meines Paladins. Why not, oder? Also, ciao.